frage mich mal, was sie da drin machen. Zentrale, Charlie. Ah, wartet! Verdächtiger fährt einen weißen Volkswagen. Ja. Gefahrenes Tempo ist eindeutig zu hoch. Ich finde nach wie vor, dass der blau ist, aber. Oh. Und da war es knapp. 1065, bleibt eng dran, keine Lücken bilden. Es wird mit zwei Cops ein bisschen eng werden. Ja. Wir brauchen jede verfügbare Hilfe. Während ihr so langsam seid, kann ich dabei noch ein bisschen Sachschaden machen. Roger, Charlie 28. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ich will eigentlich gerne das eine Auto da hinten noch kaputt machen. Hier spricht die Polizei. Halten Sie auf. Natürlich. Ach, überhol mich halt. Ja, endlich haben wir den auch. 28. Bitte meldet eure aktuelle Lage. Unser Hase hat gerade jemanden überrannt. Ja, euch zum Beispiel. Sieht aber nicht weiter schlimm aus. Hab einen Wagen verloren. Hier komme ich nirgends zum Schuss. Richtung. Wir haben die Straße gesperrt. Naja. Das war alles andere als geplant. Sein Wagen ist noch immer fahrbereit. Dun, dun. Dun, dun. Und tschüss. Der Fahrer ist direkt durch die Sperre gebrettert. Ist ein Haufen kaputt. Meinst du, da kommt einer mal ein bisschen weiter her? Ja, dann nur ein neuer. Den kann ich nicht brauchen. Da hat sich wieder einer abgeschossen an mir. Einer der Einsatzwagen ist ausgefallen. So. Nein, der kommt nicht. Ja, jetzt hat man. Ich brauche alle verfügbaren Einheiten und schicke sie mit Code 3. Natürlich. Ups. Der Flüchtige hat versucht, uns mit einem Sprung zu entkommen. Ganz harter Bursche. Ja, ihr seid aber auch nicht ohne hier. Ich würde mal sagen, wir leiten Ringverhandlungen ein. Wobei das bei mir ein bisschen was anderes heißt als bei euch. Wenn das so weitergeht, den fahren lassen. Ist nicht Kontakt verloren. Ich versuche ihn einzuholen. Ja, ich fahre da schon langsamer. Er ist direkt vor mir. Ich bin wieder dran. Vergesst meine letzte Meldung. Ich bin doch schon vom Gas gegangen. Was wollt ihr mehr? Versuche mich vor diesen Typen zu setzen und ihn auszubremsen. Ja, so wird das nix. Der Zug ist außer Kontrolle. Hat uns deutlich mitgenommen. Zentrale? Der Kerl hat mir beinahe meinen Wagen zerlegt. Hab ich. Einer der Einsatzwagen ist ausgefallen. Kann schon mal vorkommen in der heutigen Zeit. Sichtkontakt verloren, stand by. Er ist wieder in Sicht, bin immer noch Code 3. Fahrzeug ist entkommen, sperrt alles ab. Echt schrecklich, oder? Alles klar, ich hab ihn. Fahrzeug ist lokalisiert. Da untercheckt's nicht. Wenn ich ihn überholen kann, blockiere ich ihn. Melde mich dann. Ich habe die Unterstützung. 1033, 1033. Bravo 28, habe Verstärkung dabei und bin fast bei euch. 3 Delta 10, bestätige. Habe mehrere Einheiten bei mir. Wir kommen schnell näher.
Mann, wo bleibst denn du immer hängen, hey? Ich glaube, wenn hier irgendwo McDonald's wäre, der würde erstmal McDrive reinfahren. Hm, da vorne ist wieder eine Straßensperre. Verstärkung ist unterwegs. Und laut Statusmonitor nur noch ein paar Minuten. Sehr gut. Bravo 2-8 an alle Verfolgereinheiten. Seid vorsichtig, Jungs. Wir haben jetzt voll auf die Bremse. Seid vorsichtig. Ich find's mal so lustig, wenn der eine einfach mal wieder dazwischen redet. Ich bin ganz alleine hier. Habt ihr noch andere Einheiten in der Nähe? Dun, 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 dun. Charlie 15, bin mit zwei Einheiten direkt vor euch. 3 Delta 10, ich fahre direkt hinter ihm. Klammt mich mit ein. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ah, deswegen. Ich sehe schon, der macht sich bald noch selber kaputt. Polizei, halten Sie Ihr Auto an. Oh, schade. So, plant mich mit ein. Natürlich. Machen wir. Wir sind wieder hinter ihm. Er hält nicht an. Naja, war nicht ganz so geplant, aber geht auch. Ja, ja. Nehmen wir jetzt die Verfolgung auf. Dun, 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 dun. Ah, da vorne ist schon der nächste, auch gut. Bitte Situationsbericht durchgeben. 5-1 braucht aktuelle Informationen. 36, leichte Kollision an der Seite. Ja, wir müssen mal kurz die Abkürzung fahren. Er fährt über den Campus, wir versuchen dran zu bleiben. Ah, schade. War also auch nicht ganz geplant. Aber ein bisschen was hat's geplant, gebracht. Eigentlich möchte ich nur, dass die Verfolgungszeit, also die Helferzeit weggeht. Na gut, wunderbar. Auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verfolger im Fahrzeug, das meinen Wagen gerammt hat. Weitere Infos später. So, und Stufe 3, willkommen. Er hat alle anderen ausgenockt. Gibt es noch Einheiten, die ihr hierher schicken könnt? Ja, ja, bald. Meldung an alle Einheiten. Die Einsatzleitung hat die Alarmstufe auf 0 erhöht. Dann müssen wir mal kurz weggehen. Wunderbar. Dun, 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 dun. Alle an der so. Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in West... Groß hat deine Akte. Ja, wunderbar. Hey, ich bin's. Angeblich interessiert sich dieser Bulle Cross für dich. Er fährt eine C6 Corvette, also halt die Augen offen. Seine Street Racer Staffel sucht nach dir. Lass dich von denen nicht erwischen. Die sind immer zu dritt unterwegs und versuchen einen einzukreisen. Du kannst mir glauben, mich haben die auch so gekriegt. Ich sag dir Bescheid, wenn ich was Neues erfahre. Yay! Freue ich mich jetzt schon. So, aber jetzt erstmal hier die 30.000 und Stufe 3 nach Hause bringen. Blacklist 15. Oh, wir haben's schon. Das finde ich jetzt aber ein bisschen schade eigentlich. Ich würde mal sagen, ein bisschen Kopfgeld machen wir noch. Solange wir hier schon Stufe 3 haben, weil wenn wir jetzt die ganzen Rennen wieder fahren, dann sind wir wieder irgendwie mit Stufe 1 oder so beschäftigt. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir gleich verhaftet werden würden. Weil wir haben ja das Kopfgeld und alle Meilensteine jetzt schon. Aber ich meine, wir brauchen ohnehin noch 9.700.000 Kopfgeld. Okay,
Ja, da merkt man halt, was man hat. Da wartet der eine Cop schon direkt an der nächsten Seite. Freue ich mich schon, wenn ich dann die Corvette habe und hier rumfahren darf. Fuck you, das war ein bisschen eng. Natürlich. Macht es. Ja, das habe ich manchmal so an mir. Machen wir gleich noch ein bisschen Platz hier. Ey, 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 ey. Oh, hier haben wir ein bisschen viel gleich da. Schauen wir erstmal, damit wir hier ein bisschen wegkommen. Wir haben eine Straßensperre vor eurem Verdächtigen errichtet. Lasst ihn nur kommen. Der Verdächtige hat sich einfach durch die Straßensperre geschlängelt. Geschlängelt, so würde ich das jetzt zwar nicht nennen, aber wenn ihr meint. Ich schlage vor, wir ziehen uns zurück. Jetzt kommt gleich wieder. Nein, nein! Codex wird nicht langsamer. Ich dränge ihn von der Straße. Ah, da kommen schon die Rhinos. Ein bisschen Abstand halten und zack! Die sind doch schon da. Vor allem, die haben ohnehin eigentlich nie was drauf. Außer wenn sie dich wirklich überraschen, aber da kannst du eigentlich immer gut ausweichen. Dino ist unterwegs, wird in ein paar Minuten vor Ort sein. Die waren schon da, du Vollidiot. Ich glaube, die meinen einen anderen Einsatzort. Ups. Ja, du, bis sie sich angezogen haben und dann erstmal ins Auto gestiegen sind. Es dauert schon mal so. Ah, schade. Kein gutes Überschlagen. Direkt durch die Sperre gebrettert. Der Ziel und alle Verfolger. Wir haben die Strecke für euch abgesperrt. Achtet auf euer Tempo. Natürlich. Er ist vorbei. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, es klappt das immer, wenn man so leicht hinten reinfährt. Das ist halt unterschiedlich. Manchmal muss man vorne, manchmal muss man hinten. So lustig immer, wenn die Einheiten dann ja, mich verlieren, weil sie dann immer den möglichst kürzesten Weg fahren und dann auf einmal weg sind. Bravo 2-1, bitte um Lagebericht. Sichtkontakt zum Verdächtigen verloren. Stand by. Code 6 verloren. Da vorne ist schon wieder einer. Hab sie gefunden. Bleib ich der Folge. Hey, das gibt's doch nicht. Oh, da vorne sind die Rhinos. Ja, macht nur eure eigenen Autos kaputt. Oh, das könnte eng werden, wenn die Rhinos da auf einmal umdrehen. Wir haben eine Straßensperre errichtet. Weitere Infos auf eurem Bildschirm. So, taxieren wir den noch ein bisschen kurz. Na, oder auch nicht. Wo die Rhinos sind langfahren. Da irgendein Waldstück einfach dann wieder weg. Oh, da klingeln sie wieder. Bis gleich. Alles klar, da sind wir wieder zurück. Freifahrt fortsetzen. Er hat alle ausgeschaltet. Hier ist keine Einheit mehr, außer mir. Ich brauche Verstärkung. Ja, ja. Brauchen wir die nicht alle. Verstärkung bin fast bei euch. Sierra 1, ihr könnt mich mit einplanen. Bin in 30 Sekunden da. Ja, ich möchte jetzt aber eigentlich gar keine Gegner mehr. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Richtung Norden. Auf dem Campus Circle. Wir sperren den Stadtteil ab, aktuelle Infos folgen. Ah ja, zuerst habe ich mir gedacht, ich fahre in die Mitte rein, aber vielleicht fahren wir doch einfach zu dem anderen da drüben. Vier Einheiten den Bereich nordöstlich seiner letzten Position ab. Oh, dann fahren wir doch in die Richtung. Zentrale setzen Streife fort, das Nummernschild ist in Ordnung.
Na, scheiße. Hoffentlich fährt der oder die nicht da rein. Ich möchte es jetzt nicht riskieren. Weil ich möchte gerne die jetzt nach Hause bringen, weil ich muss ihm jetzt aufhören aufzunehmen. Ist noch auf eine Geburtstagsparty, ist mir eben gerade sozusagen hereingetwittert worden. Und jetzt muss ich das dabei noch zuschneiden und zubearbeiten. Aber ja, 353.000 Kopfgeld, super. Lief doch wie geschmiert. Will ich mal sagen. Speichern, ja, ja, weiter. Gut, dann machen wir, das haben wir schon. Blacklist 15, Meilensteine. Da möchte ich trotzdem noch ganz kurz das da, die beiden Dinger noch raushauen. Denn ich finde, das ist immer leicht verdientes Kopfgeld. Und das möchte ich nicht entgehen lassen, mir tun. Weil wir das natürlich auch nächstes Mal noch machen könnten. Aber ich meine, wenn ich jetzt schon dabei bin. Gut, 190 haben wir. Mit dem Auto hier kein Problem. So, und den anderen holen wir uns auch noch schnell. Weil ich glaube, beim nächsten Gegner brauchen wir dann 15.000. 50.000. 500.000. Kopfgeld, meine ich. Scheiße, da hätten wir doch wieder von weit nach hinten anfangen sollen. Na ja, gut, fahren wir hier einmal rum. Noch wieder ein bisschen aufladen lassen. Und wieder Vollgas. So, diesmal dürft's hinhauen, wenn kein Gegner kommt. Also kein Gegner, ich meine natürlich ein Auto. Wunderbar, nochmal 12.000 Kopfgeld verdient, ist auch nicht schlecht. Sofort zurück zum Unterschlupf, ja. So, ich würde mal sagen, für heute war's das. Wir sind Karrierenfortschritt 16%, Kopfgeld 365.300, Geld 66.350. Wir sind quasi schon, ja, wir sind 12. und nur noch ein paar Rennsiege trennen uns vom 5 Rennsiege brauchen wir noch, dann können wir Big Lou, die Nummer 11, herausfordern. Finde für heute ein voller Erfolg. Wir haben die Nummer 14 besiegt, die Nummer 13 besiegt und die Nummer 12, also 3 Blacklist-Fahrer heute in dieser Aufnahmesession. Bin mal gespannt, wie viele Folgen hier rauskommen. Schätze mal so, ja, 7 Stück werden es schon werden, hoffe ich mal. Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt für heute von euch, von Most Wanted. Bis zum nächsten Mal bei Need for Speed. Ciao's!